Unglaublichste Erleben, noch die dritte Episode im Modul D Wissen verarbeiten. Heute geht es um das Wissen reflektieren, insbesondere in Blogs. Sie alle setzen Blogs ein in der Veranstaltung. Vielleicht nochmal Zeit, das zu rekapitulieren. Ein Blog wird verstanden als eine Art Online-Journal. Text, Bilder, Audio, andere digitale Elemente können eingebunden werden. Und das Wort Blog setzt sich zusammen. Eigentlich, früher hießen die Weblogs und dann hat man das verkürzt und dann hieß es Blogs. In Blogs werden insbesondere eigene Gedanken zusammengefasst, Themen aufgegriffen, aber auch Fundsachen aus dem Netz dargestellt. Also insofern hat es immer so eine gewisse persönliche Note. Es gibt aber sehr unterschiedliche Formen von Blogs und auch sehr unterschiedliche Arten, ja, kurz oder lang zu schreiben. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Es gibt dann einen Begriff, der heißt die Blogosphäre. Das ist die Gesamtheit aller Blogs. Das heißt, wenn man etwas findet in einem Blog oder in den in Blog sucht, dann sucht man in der Blogosphäre oder man kann sagen, in der Blogosphäre war gestern das Thema ABC ganz heiß und es wurde sehr viel dazu diskutiert. Bestandteile von Weblogs, ganz konstitutiv dafür ist die umgekehrte chronologische Reihenfolge, das heißt die neuesten Artikel stehen immer oben, auch wieder so eine Stream Metapher, man liest das nicht von vorne, sondern von hinten und guckt halt, was ist das Aktuellste und vielleicht sind altältere Sachen auch schon gar nicht mehr so wichtig, sind aber trotzdem auch durchsuchbar. Jeder Beitrag hat eine eindeutige Adresse, einen sogenannten Permalink, das heißt, man kann die auch zitieren, man kann Kommentare setzen, die Möglichkeit zum Pingback besteht, das heißt, wenn jemand auf meinen Artikel, auf meinen Blog verweist aus seinem Blog heraus, dann erscheint das automatisch als Kommentar bei mir unter meinen Artikel. Das heißt, auch wenn die andere Person jetzt nicht in mein System kommentiert, sehe ich, dass jemand dort geschrieben hat. Man kann so meistens eine Spalte an der Seite einrichten, wo man zusätzliche Angebote, Informationen hineintun kann. Da kann man zum Beispiel die Beiträge nach Tags ordnen, so wie wir das jetzt schon kennengelernt haben. Man kann Kategorien anlegen, man kann auf andere Blogs verweisen oder auch die Beiträge von anderen Blogs über Feeds dort einbinden. Häufig gibt es ein Suchfeld, manchmal Kalender, um zu sehen, wann ist da der letzte Eintrag gewesen. Eine Blog-Roll ist eine Liste von anderen Blogs, die man gut findet und Links, klar, Links ins Netz. Die Weblogs ermöglichen auch statische Seiten anzulegen, also Seiten, die einfach immer da sind. Das könnte zum Beispiel das Profil oder das Impressum sein. Insofern werden Blogsysteme auch als sogenannte Micro-Content-Management-Systeme verstanden. Das heißt, damit kann man auch kleine Websites gestalten. Und eigentlich hat eigentlich so ein Blog immer eine gewisse Subjektivität. Es gibt natürlich auch professionelle Journalistenblogs, da verschwimmt dann die Grenze zwischen einem Blog und einer News-Seite. Arten von Weblogs hier sieht man mal einige. Zum Beispiel kann man für ein Projekt einen Blog anlegen oder man kann einfach News posten. Im Bereich der politischen Weblogs gibt es Spezialbereich der Warblogs. Das sind Blogs, wo aus Kriegsgebieten berichtet wird. Fotoblogs, wo Fotos dargestellt werden, Knowledge-Blogs, wo man so sein Wissen sammelt, so für sich und auch für andere, Seminar-Blogs, sowas machen wir gerade, dass sie ihre Reflexionen in ihren Blog sammeln und damit im Grunde eine Art verkürztes Portfolio anlegen, Tagebücher kann man sich vorstellen und Bildungsblogs sind Blogs, die ein Bildungsprozess beschreiben, das heißt, wenn Sie sich mit einem Thema auseinandersetzen und dort so Ihre Erkenntnisse zusammenschreiben. Es gibt so ein paar Mythen über Weblogs. Der erste Mythos ist, dass der Blogschreiber ein sogenannter Nerd ist. Nerds sind diese etwas lebensfremden
etwas linkischen Techno-Freaks, die so aussehen, als ob sie immer im Keller leben. Blogger sind übergewichtig und haben 3-Tage-Bart, das kann man so nicht sagen. In der Techno-Radio-Studie 2010 sieht man, dass 65% der Blogger das als Hobby machen, 13% als Teilzeit, 21% sind selbstständig damit und 1% sie werden von Unternehmen geführt. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, die Altersverteilung, man sieht, dass die Anteil der Self-Employed-Personen in den höheren Altersgruppen ein bisschen höher ist. Insgesamt, wenn man sich das anschaut, das Gros der Blogger ist zwischen 25 und 44 Jahre alt. Jüngere, da wird noch nicht so viel gebloggt und bei den Älteren nimmt es langsam zu bis zu 65 und die im Golden Age, die Personen, die älteren Mitbürger, die haben es noch nicht so ganz für sich genommen. Aber wenn man das denkt, dass das hier vielleicht so weiterführt, ein bisschen älter ist, hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Okay, und wenn man sich anschaut nochmal die Genderverteilung, da sind die Männer noch in der Überzahl und insofern haben die Frauen vielleicht ein bisschen was aufzuholen. Das ist sehr abhängig von den Themen, die geblockt werden. Wenn man sich anschaut, es gibt den zweiten Mythos, dass die Weblogs jeden zum Journalisten machen, also sozusagen eine Gegenöffentlichkeit erschaffen. Und wenn man sich das mal anschaut, welche Themen werden dort eigentlich bebloggt, dann sieht man, dass es eigentlich sehr breit ist, also alle Themen, die so die Person interessiert, aber gerade dieses Aber hier ist sehr spannend, weil tatsächlich etwas, was ansonsten hier so typische Themen von auch von Zeitschriften, Zeitungen wären, das ist hier auch drin, aber es gibt halt noch ganz andere Bereiche, so dass es viel diverser geworden ist. Also es ist gut verteilt über alles, über alle Themen. Insgesamt muss man sagen, dass die Idee, dass tatsächlich jetzt jeder gleich Journalist ist und davon leben kann, ist die eigentlich widerlegt ist. Man kann es eigentlich eher als eine Ergänzung zum Journalismus sehen. Und dann gibt es den dritten Mythos der Irrelevanz. 99% aller Weblogs sind Müll. Das hier ist ein Bild des sogenannten Longtails. Das zeigt hier, dass ganz, ganz wenige der wichtigsten Blogs von ganz, ganz vielen Menschen gelesen werden. Das sind dann Blogs dann häufig auch, die dann teilweise auch schon kommerziell sind. Also wenn dann die Tagesschau bloggt oder der Spiegel bloggt. Und dann gibt es ganz, ganz viele, 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 viele Blogs, die von ganz, ganz wenigen Leuten nur gelesen werden. Und das Interessante ist, dass man halt ungefähr bei diesen Longtail-Kurven ist mit 20% der Blogs hier ungefähr 80% des Bloglesens ausmacht. Aber dass halt dann hier hinten trotzdem nochmal ganz, ganz viel drinsteckt an interessanten Inhalten und das Netz macht es möglich, das zur Verfügung zu stellen, weil es sehr geringe Vorhaltekosten hat und es halt sehr leicht darauf zuzugreifen. Gedruckt wäre das unmöglich, weil es können nicht Hunderttausende von kleinen Blockzeitschriften im Bahnhofshandel dort in der Bahnhofsbuchhandlung verfügbar sein, auch wenn es da schon relativ viele Zeitschriften gibt, aber selbst da ist es endlich. Und das ist der Vorteil. Also insofern, es ist nicht irrelevant. Viele Sachen sind häufig relevant für eine bestimmte Untergruppe, für eine bestimmte Interessensgruppe. Und manche Sachen sind halt nur für eine oder zwei Personen geschrieben. Und die anderen brauchen es halt nicht lesen. Und gleichzeitig gibt es aber auch High-Profile-Blogs, die von ganz, ganz vielen Personen gelesen werden. Bloggen in Lehre und Forschung ist ein Thema, was erst ja, schon seit ein paar Jahren aufgekommen ist. Und
Es gibt die sogenannten Hard Blogging Scientists, die versuchen, das in Lehre und Forschung einzusetzen. In der Lehre, klar, kann man mit den Studierenden kommunizieren, man kann Veranstaltungen organisieren und man kann auch inhaltlich die Lehrveranstaltung vertiefen, indem man zu den Themen der Veranstaltung bloggt, aktuelle News postet. In der Forschung ist es möglich, damit mit Kollegen zu kommunizieren, besonders wichtig als persönliches Wissensorganisationswerkzeug. Teilweise Austausch auch mit Fachfremden, die Interesse an dem Thema haben. Und Blogs sind sicherlich, können eine gedankliche Spielwiese sein. Das ist immer noch so ein leicht kontroverses Thema, weil man natürlich auf der einen Seite nicht seine besten Ideen gleich wieder an alle herausposaunen will. Und gerade für Antragstellen ist es manchmal wichtig, bestimmte Dinge doch erstmal für sich zu halten. Und gleichzeitig ist natürlich auch plötzlich eine Schriftlichkeit da, von der man normalerweise über Dinge nachdenkt und vielleicht mal eine Idee hat, die man am nächsten Tag gar nicht mehr so gut findet. Ist man dann vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn es dann für immer im Netz steht. Also insofern ist sicherlich die gedankliche Spielwiese auf alle Fälle da, und trotzdem ist sie aber öffentlich. Insofern muss man sich da dann immer darüber nachdenken, wie viel man dort spielt. Ich glaube, da ist aber auch insgesamt mittlerweile eine gewisse, gewisse Kulturveränderung bei den jungen Kollegen, dass man dort wirklich Blogs schon als eine schnellere Schriftlichkeit, also die irgendwo zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit liegt, versteht und somit dann auch weiß, dass Dinge schnell geschrieben sind. Trotzdem sollte man nicht totalen Quatsch schreiben. Weblogs können sehr effizient genutzt werden als Teil der persönlichen Lernumgebung. Ich denke, das ist für Sie als Studierende absolut das Thema. Ich glaube, einen Blog zu führen als regelmäßig aktualisiertes Lernjournal, damit können Sie sich vernetzen in Ihrer Lerngruppe. Sie können aber auch, Sie bauen damit eine persönliche Wissensdatenbank auf, Sie zwingen sich zur Reflexion, Sie haben da einen ständig verfügbaren Informationsspeicher von den Dingen, die Sie gesammelt haben.